Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Ihr ist wieder eure Tanja. Ich möchte mit euch einmal heute eine einfache Karte basteln, so als Snack zwischendurch für einen Kartenbastelanfänger oder auch für jemanden, der immer eben nicht so viel Zeit hat. Als erstes nehme ich mein Scorpol und falte einen Fotokarton in Chamois von A5 auf A6. Als nächstes nehme ich ein zugeschnittenes Stück Papier, das ist 8 cm breit und 14 cm lang. Hier stempel ich jetzt einmal zum Geburtstag auf. Das mache ich mit Grün. Als nächstes nehme ich jetzt meine Laubstempel und stempel mit brauner Farbe ein paar Blätter auf. Danach koloriere ich die mit meinem Memento-Marker. In der Zwischenzeit lasse ich euch ein bisschen Musik laufen. Bis gleich! Wie ihr sehen könnt, habe ich die Blätter zum Teil auch zweifarbig koloriert, damit die Blätter ein bisschen lebendiger und interessanter aussehen. Als nächstes nehme ich wieder mein Scorpol und zwar nehme ich ihn diesmal zum Fixieren meiner Karte, damit sie mir nicht wegrutscht, wenn ich mein gerade gestaltetes Kärtchen mit doppelseitigem Klebeband aufklebe. Als nächstes nehme ich noch einen Bordüren-Konturensticker, klebe den rechts und links auf, so habe ich saure Übergänge. Den Überschuss habe ich weggeschnitten, wie ihr sehen könnt. Ja, das war meine einfache, schnelle Karte für heute, wenn es mal schnell gehen soll oder wenn ihr mit dem Hobby neu anfängt. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Tanja.